Es ist ein kalter, nebliger Morgen in der fränkischen Schweiz. Auf den ersten Blick wirkt Burg Feuerstein, eine scheinbar mittelalterliche Festung, wie eine friedliche Oase, die heute von Jugendlichen auf Klassenfahrten und Ferienlagern bevölkert wird. Doch hinter den steinernen Wänden dieses Bauwerks verbirgt sich eine dunkle Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die bis heute in Nebeln aus Geheimnissen und Vertuschung gehüllt ist. Denn was viele vielleicht nicht wissen, diese Burg war kein mittelalterlicher Rückzugsort, sondern ein geheimes Forschungslabor der Wehrmacht. Errichtet mitten im Zweiten Weltkrieg, als die Nazis in ihrer Verzweiflung versuchten, ihre Kriegsmaschinerie durch geheime Technologien zu retten. Es war 1941, als Oskar Vierling, ein brillanter Physiker und Tüftler, den Auftrag erhielt, an einer neuen Verschlüsselungstechnologie für die Wehrmacht zu arbeiten. Die britischen Alliierten hatten den Enigma-Code geknackt. Ein Schlag, der die deutsche Kriegstaktik schwer traf. Die Folge? Die Deutschen mussten in Panik handeln. Sie benötigten eine neue, unknackbare Methode der geheimen Kommunikation. Und hier beginnt die Geschichte von Burg Feuerstein. Vierling, der zu dieser Zeit Professor für Hochfrequenztechnik war, hatte bereits zahlreiche Erfindungen vorzuweisen, darunter Arbeiten im Bereich der Schwingungsforschung. Doch dieses neue Projekt war anders. Es war geheim, hochgeheim. Niemand außerhalb des Oberkommandos der Wehrmacht durfte wissen, woran Vierling und sein Team von über 250 Ingenieuren und Technikern arbeiteten. Burg Feuerstein, ein Labor als Burg getarnt, wurde nicht zufällig in der Abgeschiedenheit der fränkischen Schweiz errichtet. Vierling kannte die Region aus seiner Studienzeit und die abgelegene Lage bot den perfekten Deckmantel für seine Operationen. Die Alliierten sollten nie erfahren, dass hinter diesen Mauern geheime Technologien entwickelt wurden, die möglicherweise den Verlauf des Krieges verändern könnten. Doch was genau geschah hier? Die Hauptaufgabe von Vierling und seinem Team bestand darin, eine neue Verschlüsselungstechnologie für den militärischen Funkverkehr zu entwickeln. Die Enigma war nicht mehr sicher, also musste etwas Neues, Unknackbares her. Aber das war nicht alles. Unter dem Decknamen Nachtfee arbeiteten sie auch an einem revolutionären Leitverfahren für Nachtjagden. Flugzeuge sollten nachts präzise Feinde orten und angreifen können. Eine Technologie, die Macht der deutschen Luftwaffe stärken sollte. Doch das war nur die Spitze des Eisbergs. In den verwinkelten Korridoren von Burg Feuerstein gab es Gerüchte über noch dunklere, weitaus mysteriösere Projekte. Technologien, die selbst den Wissenschaftlern, die daran arbeiteten, unheimlich erschienen. Da war der Zaunkönig, eine Technologie zur zielsuchenden Lenkung von Torpedos. Eine Innovation, die U-Boote zur tödlichen Gefahr aus den Ozeanen machen sollte. Auch eine Antiradarbeschichtung für deutsche U-Boote, genannt Schornsteinfeger, wurde angeblich entwickelt, um sie für die feindliche Ordnung unsichtbar zu machen. Über all diesen Projekten schwebt ein düsterer Schleier. Die Details sind bis heute unter Verschluss. Verschollen irgendwo in amerikanischen Archiven, die nach dem Krieg beschlagnahmt wurden. Und vielleicht liegt in diesen Details ein düsteres Geheimnis verborgen, das niemals ans Licht kommen sollte. Vierlings Arbeit in Burg Feuerstein ist nicht die einzige mysteriöse Technologie, die Nazis im Zweiten Weltkrieg entwickelten. Tatsächlich gibt es eine lange Liste von Projekten, die an den Grenzen des Möglichen und manchmal sogar des Verstandes operierten. Projekte, die wie aus einem dystopischen Science-Fiction-Roman klingen, aber in Realität weitaus bedrohlicher waren. Eines dieser berüchtigten Programme war das der sogenannten Wunderwaffen. Hitlers Hoffnung auf technologische Wunder, die den Krieg doch noch wenden könnten.
Hierzu zählten nicht nur neue Raketen wie die V2, sondern auch viel mysteriösere Projekte. Es gibt Gerüchte über Forschungen an der Atombombe, die Deutschland jedoch nie zur Serienreife brachte. Ebenso gab es Forschungen im Bereich der Strahlenwaffen, darunter die Todesstrahlen, die theoretisch in der Lage gewesen wären, feindliche Flugzeuge aus großer Entfernung zu zerstören. Doch es gab noch finstere Strömungen innerhalb des Nazi-Apparats, die die Grenze zur okkulten Forschung überschritten. Unter der Führung von Heinrich Himmler, dem Kopf der SS, beschäftigte sich die Ahnenerbe, ein pseudowissenschaftliches Institut, mit dem Okkulten und der Erforschung von uraltgermanischen Mythen. Man hoffte, alte, geheime Wissensschätze zu finden, die den Nazis übernatürliche Macht verleihen sollten. Es gab Expeditionen nach Tibet, auf der Suche nach der Wiege der arischen Rasse. Und sogar Projekte, die die angebliche Macht von Relikten wie dem Heiligen Gral erforschten. Vielleicht war Burg Feuerstein ebenfalls ein Ort solcher mysteriösen Forschungen. Die Geheimhaltung rund um die Projekte, die dort stattfanden, lässt Raum für Spekulationen. War Vierling nur ein brillanter Wissenschaftler, der in den Sphären der Funktechnik operierte, oder gab es da vielleicht noch eine andere, dunklere Seite? Im April 1945 brach das Dritte Reich schlussendlich in sich zusammen. Die Amerikaner marschierten unaufhaltsam auf deutsche Städte zu und auch Burg Feuerstein blieb von ihrem Vormarsch nicht verschont. Als sie in Ebermannstadt ankamen, endeten Vierlings Forschungen abrupt. Aber statt alles zu vernichten, wie es die Nazis befohlen hatten, entschied sich Vierling dafür, seine Arbeit zu verbergen. Teile seiner Forschungsergebnisse versteckte er im Burgkeller, wo sie später von den Amerikanern entdeckt wurden. Was sie dort fanden, ist bis heute nicht ganz geklärt. Waren es wirklich nur Unterlagen über Funktechnologien und Nachtjagdverfahren? Oder steckten da noch tiefere Geheimnisse in den Kisten? Man weiß, dass die Amerikaner nicht nur gewöhnliche Offiziere auf die Burg schickten, sondern Spezialisten, die genau wussten, wonach sie suchten. Darunter war angeblich auch Alan Turing, der Mann, der den Enigma-Code geknackt hatte. Turing war zu dieser Zeit bereits eine Berühmtheit in den Reihen der Alliierten und seine Anwesenheit auf Burg Feuerstein wirft weitere interessante Fragen auf. War er dort, um nach Funktechnologie zu suchen, oder gab es eine andere, weitaus geheimere Mission? Eines ist klar. Vierling und sein Team erklärten den Alliierten bereitwillig, woran sie gearbeitet hatten. Sie lieferten ihre Geheimnisse aus. Ob freiwillig oder unter Zwang, bleibt ungewiss. Vierling selbst wurde im August 1945 verhaftet, aber nach dem Krieg als Mitläufer eingestuft. Es schien, als hätte der brillante Physiker einfach nur seinen Job gemacht. Doch es bleibt der leise Verdacht, dass es mehr gab als das, was in den Akten steht. Nach dem Krieg änderte sich für Oskar Vierling vieles. Und doch blieb er seiner Leidenschaft, der Forschung, treu. Er eröffnete ein neues Labor in Ebermannstadt und widmete sich wieder der Arbeit, die er so sehr liebte. Doch Burg Feuerstein, das einstige geheime Labor, verkaufte er an die Erzdiözese Bamberg, die es in ein Jugendhaus verwandelte. Heute toben dort Kinder und Jugendliche über das Gelände, nichts ahnend von den dunklen Geheimnissen, die in den Mauern schlummern. Vierling selbst widmete sich nach dem Krieg neuen Projekten. Er entwickelte für die Organisation Gehlen, den Vorläufer des Bundesnachrichtendienstes, Abhörgeräte und arbeitete für die Deutsche Bundespost an Prüfgeräten und Telefonanlagen. Eine seiner bekanntesten Erfindungen ist der TED, das System, das es Zuschauern ermöglichte, per Telefon an Abstimmungen teilzunehmen. Es wurde erstmals 1984 bei der Fernsehsendung Wetten, dass eingesetzt. Aber über seine Arbeit während des Krieges sprach er nie. Bis zu seinem Tod im Jahr 1986 bewahrte er darüber Stillschweigen. Die meisten Geheimnisse kamen erst 2011 ans Licht, als sein Enkel Martin Vierling die Geschichte der Firma untersuchen ließ. Es ist und bleibt vermutlich ein Geheimnis, was wirklich hinter den verschlossenen Türen von Burg Feuerstein geschah. Waren es nur einfache Forschungen an Funktechnologie,
oder steckte hinter den Mythen und Geheimnissen mehr, als wir heute wissen? Was fanden die Amerikaner wirklich, als sie die Mauern der Burg durchsuchten? Und warum wurden die Forschungsergebnisse so lange unter Verschluss gehalten? Die Welt von Oscar Vierling war eine Welt der Wissenschaft, der Technik, aber leider auch eine Welt, die in den finstersten Momenten der Menschheitsgeschichte spielte. Eine Zeit, in der die Grenze zwischen Innovation und Wahnsinn oft verschwamm. Burg Feuerstein. Eine Festung, deren Mauern einst modernste Technologien und streng geheime Forschung verbargen. Und vielleicht Geheimnisse, die viel zu erschreckend sind, um sie je ans Licht der Öffentlichkeit zu lassen.